Mein Handicap oder meine Behinderung habe ich von Geburt an. Und das bedeutet einfach, dass ich aufgrund einer Fehlstörung im Gehirn oder im Zentralnervensystem eine zu hohe Muskelspannung habe, ungefähr dreimal so wie bei einem normalen sozusagen. Bedeutet auch, dass ich normalerweise unkontrollierte Muskelzuckungen haben sollte und mich auch nicht normal bewegen können sollte. Ich habe die schwerste Form, das heißt, ich sollte nicht mal sitzen können oder essen oder stehen. Deswegen sind zum Beispiel so normale Bewegungen wie Laufen extrem schwer und ich muss eigentlich bei jeder Bewegung erstmal gegen meine eigene Muskelkraft arbeiten und kann dementsprechend auch nicht so viel von den Dingen dann alleine umsetzen, wie zum Beispiel bei dem Lauf, was das Ganze natürlich deutlich schwerer machen wird. Ja, ich bin Johannes Grasser, Johnny, 32 mittlerweile, habe eigentlich insgesamt mittlerweile fast 4 Studiengänge im Bereich Sport abgeschlossen. Dieser Lauf würde alleine niemals funktionieren, deswegen war von Anfang an klar, dass ich ein Team brauche. Das heißt, ich habe jetzt ein Team von bis zu 6 Leuten, die mir helfen. Wir sind gerade auf dem Weg in den schönen Spessart zum Rockman Run. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden Autofahrt vor uns und es ist eine tolle Fahrt, coole Jungs, wir haben viel Spaß. Von der Planung her sieht es so aus, wir haben jetzt 9 Kilometer, dass ich schon versuche, immer so um die 500 Meter zu laufen, an Händen gestützt. Das heißt, einer links, einer rechts und den Rest müssen mich dann die Jungs aufgeteilt tragen, wie beim Militär auf den Schultern. Und die Hindernisse müssen wir zusammen schaffen. Für mich gibt's nichts, was nicht geht, und so gehe ich durchs Leben. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine. Now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to. Die Motivation für die Reise oder für diese Läufe, auf der einen Seite ja, ist es natürlich zu zeigen, was möglich ist, aber auf der anderen Seite, weil ich einfach Bock auf Herausforderungen habe und das Lustige ist, meistens komme ich gar nicht selber auf die Idee, sondern irgendwer kommt mit so Ideen um die Ecke und ich sage immer blöderweise zuerst mal ja und denke mir dann so, warum hast du eigentlich ja gesagt? Ja, das muss es halt auch durchziehen. Aber so tick ich halt. Ja, warte. Warte. Ja. Nicht ziehen, sonst. Gib mir mal mehr Seil. Stopp. Mal den Fuß auf die Kante. Das macht ja, wie gesagt, auch den Reiz aus, irgendwie dann Lösungen zu finden. Und ja, wenn ich vielleicht irgendwo nicht weiterkomme, dann, keine Ahnung, dann zieht man mich durch oder weiß ich nicht. Irgendwann haben mich die Jungs mal einfach so aus Spaß, wo man durchschwimmen musste, halt ins Wasser geschmissen. Natürlich schon so, dass sie irgendwie geguckt haben, dass mir nichts passiert. Oder beim letzten Lauf, wo wir das gemacht haben, war so eine Wasserrutsche. Wäre ich da ehrlich gewesen und hätte gesagt, ja, ich habe das noch nie gemacht, hätten sie mich nicht rutschen lassen. Ich habe einfach gesagt, ja, ich krieg das schon hin.
Meer. War schon geil und vor allem dann das Seifenbahn am Ende, das war schon richtig witzig. Ja, und eigentlich kann ich nur jedem empfehlen, der mal Bock auf so einen Lauf hat und der ihn noch nie gemacht hat, macht das. Das macht mega Bock, auch wenn ihr denkt, das ist nicht so geil, das ist mega geil. All diese Dinge, die ich jetzt mache, ob es jetzt ein Lauf ist oder dieses Kletterprojekt, was im nächsten Jahr ansteht auf den Zuckerhut, das mache ich zwar auch, weil ich irgendwie Spaß an Herausforderungen habe, aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich eine Message mitgeben will, und zwar, dass man alles schaffen kann, egal wie schwierig die Herausforderung ist und egal mit welchen Voraussetzungen oder Handicaps man antritt.